jetzt ein Liedchen singen. Liga, Land und Leute. Die Konferenz. Sandhausen, ja, und das könnte die Entscheidung gewesen sein. Die 62. Spielminute, das 2:0 für den SV Sandhausen, Torschütze Frank Löning, SV Sandhausen, VfR Aalen 2:0. Am Mikrofon Michael Leitbier. Hallo, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen aus dem Studio in Würzburg. Wir haben heute einen wundervollen Sommertag erlebt. Es war richtig heiß, schade, wir mussten arbeiten, wir mussten das Fußballwochenende vorproduzieren. Nicht so schlimm, weil ich weiß, dass ihr da draußen auf Fußball wartet und der wird heute gespielt. Es ist schon angepfiffen in der Partie der Regionalliga Süd SC 2 gegen die Stuttgarter Kickers. Regionalliga Süd, der vierte Spieltag am Freitagabend. Dirk Schuster, die Stuttgarter Kickers, heute wahrscheinlich seid ihr bald schon auf dem Weg nach Freiburg beim SC Freiburg 2, heute Abend 18 Uhr. Wie schaut's aus zum Spiel? Ja, wir werden halb zwei, werden wir die Reise nach Freiburg antreten. Ich bin sehr optimistisch, dass wir in Freiburg eine gute Partie unsererseits sehen werden. Wir haben uns sehr viel vorgenommen nach dem Spiel gegen Groß Asbach, wo wir 2 Punkte haben liegen lassen. So kritisch und so ehrlich muss man das sehen, sind wir natürlich heute da, um diese 2 Punkte wiederzuholen. Das heißt, wir wollen heute auf jeden Fall gewinnen in Freiburg. Wir fahren mit fast allen Mann an Bord dahin, wo nur noch die Langzeitverletzten Simon Köpf, Demis Jung und Ugo Yilmaz fehlen. Das sind an sich die 2 Punkte, die ihr im Prinzip im Moment zu wenig habt, ne? Völlig richtig. Mit dem Spiel im Großen und Ganzen gegen Asbach war ich auch zufrieden, nur mit dem Ergebnis nicht. Wenn man sieht, dass Asbach bei uns einmal aufs Tor geschossen hat, das war der Elfmeter, den sie versenkt haben, und diesen haben wir mit grober Fahrlässigkeit selber verursacht, zeugt das schon davon, dass wir defensiv sehr gut gestanden sind, dass wir auf der anderen Seite auch mehrere Torchancen hatten, aber leider nur eine verwertet haben. Und da drückt momentan etwas der Schuh, das müssen wir besser machen, da haben wir im Training dran gearbeitet und das wollen wir heute am besten in Freiburg schon unter Beweis stellen. Das wäre auch sehr wichtig, denn es ist ja unheimlich wichtig, wenn man die Tabelle jetzt wieder anschaut, dass sich eben die zweiten Mannschaften da oben nicht zu sehr festsetzen. Wie schätzen Sie Freiburg speziell ein? SC Freiburg ist traditionell eine sehr spielstarke Mannschaft, die technisch-taktisch hervorragend ausgebildet ist. Ich habe sie in Kassel gesehen beim 2-2. Dort haben sie mir sehr gut gefallen. Sie haben versucht, alle Situationen spielerisch zu lösen. Sie schlagen sehr selten in Notsituationen die Bälle auf die Tribüne oder planlos nach vorne. Sie haben sehr viel Spielverständnis, ein sehr ausgeprägtes Kurzpassspiel. Ja, und da müssen wir schon unser Zweikampfverhalten dementsprechend gestalten, dass wir erstens an den Ball kommen und zweitens unser eigenes Spiel durchziehen können. Okay, Dirk Schuster, wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und hören dann nach dem Spiel. Dankeschön fürs Gespräch. Muss nur noch kurz die Welt. Leitbier mit den Fußball-News von irsport.de. Regionalliga Süd, der vierte Spieltag. Das erste Heimspiel der SG Sonnenhof Groß Asbach in der neuen Arena. Der erste Vorsitzende, Werner Benningnuss. Ja, natürlich. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir jetzt endlich in unsere Heimspielstätte zurückkommen. Wir sind sehr stolz und es ist in der Tat ein sehr großer Tag für die SG Sonnenhof Groß Asbach, jetzt zum ersten Mal um Punkte zu spielen in unserer neuen wunderschönen Comtech Arena. Der ganze Verein freut sich drauf und ich bin überzeugt davon, dass es für uns auch sportlich in dieser Situation nach vorne bringt und unsere Mannschaft hoch motiviert in das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg geht. Jetzt ist die ganze Bauphase natürlich eine ganze Zeit gewesen. Ihr habt lange in Heilbronn gespielt,
natürlich auch für Mannschaft, für Trainer, fürs gesamte Umfeld eine sehr schwierige Situation. Wie lang ging die Bauphase insgesamt? Ja, da sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf, aber wir hatten jetzt eigentlich eine Bauzeit von ungefähr Monaten. Wir haben begonnen im letzten Oktober mit dem Abriss unseres alten Vereinsheimes und mit dem Aushub und alles, was dazukommt. Also in circa zehn Monaten wurden in der Tat die neue Arena aus dem Boden gestampft. Das war jetzt die Arena und dann war ja natürlich auch die Planungsphase und vor allen Dingen die ganze Finanzierung, dies alles auf die Beine zu spielen. In der Zeit wart ihr ja auch schon in der Regionalliga, habt auch in Heilbronn gespielt. Die Zeit käme ja noch dazu. Ja, also wenn man alles in allem zusammenfasst, dann planen wir, schon um die 2 Jahre. Wir sind ja vor genau 2 Jahren aufgestiegen und da ging ja dann zu diesem Zeitpunkt die ganze Situation los, dass uns der DFB sehr strenge Auflagen gesetzt hat, was die Heimspielstätte anbetrifft. Ja, also alles in allem haben wir wohl um die 2 Jahre gebraucht. Es war ja auch so, dass wir eine vollkommen neue Infrastruktur geschaffen haben, also nicht nur das Stadion, sondern auch Vereinsheim, Umkleidemöglichkeiten, also alles, was heute ein moderner Fußballverein hat. Ja, ich denke, so um die 2 Jahre war die gesamte Planungsdauer dann, also Planungs- und Bauzeit dann. Kosten und Finanzierung. Wir reden drüber nach der nächsten Musik. Gewinnen Sie im Lotto 1 Million. Ja, wenn ich es so im Detail im Moment wüsste, aber es sind wohl so etwas über 10 Millionen Euro jetzt vergraben worden im Vereinsheim, in der neuen Comtech Arena, in den Trainingsmöglichkeiten. Und wir haben ja hier für uns als Verein eine wunderschöne Situation dann letztendlich angetroffen, dass eine private Investorengruppe uns diese Sportanlage gebaut hat. Und das ist ja eine multifunktionelle Sportanlage. Also sie wird nicht nur sportlich genutzt, obwohl die SG Sonnenhof Groß-Asbach das uneingeschränkte Nutzungsrecht für seine sportlichen Belange hat. Aber es finden ja dort, Sie wissen es, ja auch noch andere Veranstaltungen statt. Wir hatten eigentlich als Premiere jetzt dieses Jahr das Andrea Berg Open Air mit über 15.000 begeisterten Zuschauern. Ja, und so wird das Stadion letztendlich finanziert. Einmal sportliche Bereich, einmal der kulturelle Bereich und dann gibt es noch die Vermarktung der Gastronomie. Ja, für uns als Verein eine tolle Situation. Die Sonne steht am Horizont und du stehst neben mir. Die Gastronomie wird, glaube ich, so wie ich gelesen habe, jetzt eben zum ersten Spieltag in neue Hände gegeben und eröffnet. Richtig, wobei die Premiere eigentlich schon das Andrea Berg Open Air Konzert war und auch das erste Spiel in der neuen Arena vor ca. 7.000 Zuschauern gegen den VfB. Also dort hat schon auch die Gastronomie eigentlich seine erste Spuren verdient und es war perfekt. Viele können sich das ja so gar nicht vorstellen. Da ist ein neues Stadion, da ist ein Regionalliga-Verein. Bei den Spielen, was ist an Know-how? Wie viele Leute sind zuständig, um überhaupt bei einem Spiel das Ganze abzuwickeln? Ach, das kann ich Ihnen so aus dem Stegreif eigentlich gar nicht so leicht beantworten. Ich denke, wir sind ein sehr gut funktionierender Verein mit vielen, vielen ehrenamtlichen Helfern. Also alles hängt zusammen und ich kann es Ihnen jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, aber es sind sehr viele Menschen, die mithelfen, dass der Sportbetrieb stattfinden kann. Von den Ordnern über Betreuer, über natürlich das Trainer und Team, alles was dazugehört. Aber wie es jetzt von der Personenanzahl ist, das kann ich Ihnen so aus dem Stegreif gar nicht beantworten. Der Namensträger ist die Firma Comtech. Was gibt es zum Namensträger zu sagen? Wie kam diese Sache zustande? Ja, das sind eigentlich relativ neue Kontakte. Die Firma Comtech ist ja einer der großen deutschen Internetversandhandel, was Elektronikartikel anbetrifft. Und die sind vor circa etwas über einem Jahr neu nach Groß-Asbach gekommen. Wir sind von Backnang nach Asbach umgesiedelt
Und in der Situation kam dann eine Ansprache zu den Geschäftsführern dieser Firma und die waren gleich sehr aufgeschlossen. Und so kam es letztendlich dann zur Einigung, dass die ihre Namensrechte für dieses Stadion dann einsetzen. Jetzt zum ersten Heimspiel am Freitagabend gegen den ersten FC Nürnberg 2. Da gibt es auch dann noch eine Besonderheit. Das heißt, vom Eröffnungsspiel gegen den VfB Stuttgart. Die Eintrittskarten sind zu diesem Spiel auch gültig. Ja, genau. Das haben wir uns ja natürlich sehr lange überlegt. Aber wir möchten einfach jetzt zur Premiere unseren treuen Zuschauern anbieten, dass sie kostenfrei auch zu diesem Spiel kommen können. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Wenn nur die Hälfte dann kommt, dann wären wir bei ca. 3.500 Zuschauern. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese Aktion jetzt mit dem tollen Spiel gegen den VfB Stuttgart auch sich fortsetzt. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass wir nach einem guten Saisonstart jetzt unser Heimspiel erfolgreich gestalten. Und das soll dann auch eigentlich die Belohnung sein an unsere Fans, die uns gegen den VfB schon besucht haben. Tor in Freiburg. Wir schreiben die 31. Spielminute, die Partie SC Freiburg 2 gegen Stuttgarter Kickers, das 1:0. Liga, Land und Leute, das Gespräch. Die SG Sonnenhof Groß-Asbach hat ihr neues Stadion. Die Comtech Arena als Namensgeber. Gabi Würzburg im Gespräch mit dem Geschäftsführer Joachim Ehmann. Herr Ehmann, wie wichtig ist für Sie Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung mit regionalem Fußball? Also im Grunde ist sehr wichtig, wobei das Thema für uns vor einem Jahr relativ neu gekommen ist, als die Investoren der Comtech, also der jetzigen Comtech Arena, damals auf uns zugekommen sind, war es quasi eine neue Geschichte, dass wir Fußball jetzt mit einer Namensgebung sponsern können. Wir haben davor schon den regionalen Verein in Backnang immer wieder mal mit Warmlauf-T-Shirts oder mit Sportjacken oder so unterstützt, wo dann auch unser Name aufgedruckt war. Für uns ist die Regionalität sowieso sehr wichtig, weil wir hier in Asbach einen Abholshop haben und da halt wichtig ist, dass wir im Gespräch sind. Asbach ist nicht unbedingt der Nabel der Welt, ist keine große Stadt. Wir müssen im Gespräch bleiben, damit Kunden kommen. Das ist richtig. Aber durch die Comtech Arena wird die Attraktivität der Region um einiges aufgewertet. Das geschieht natürlich, genau. Also wir waren jetzt vor kurzem war das Konzert oder das Heimspiel von der Andrea Berg. Sind ja weitere Musikevents geplant. Wir liegen mit unserer Firma und auch mit unserem Abholshop quasi auf dem Zufahrtsweg zu den Parkplätzen der Comtech Arena. Das heißt, einmal ist es natürlich von der Namensgebung ganz gut und dann fahren alle Leute auch immer an unserer Firma vorbei. Das ist ein positiver Effekt, den wir da mitnehmen wollten. Erzählen Sie uns doch bitte ein bisschen über Ihr Unternehmen. Comtech ist einer der größeren deutschen Internetversender von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Computerartikeln. Wir beschäftigen hier in Asbach rund 65 Mitarbeiter, machen an die 100 Millionen Umsatz, schicken jeden Tag ca. 2000 Pakete raus, haben ganz viele Markenprodukte von Apple, Acer, Sony, Philips, Toshiba, die viele Kunden hier bei uns kaufen, weil es meistens im Internet sehr bequem ist zu bestellen und sehr bequem das geliefert zu bekommen und in der Regel ist auch noch eine Ersparnis im Vergleich zu lokalen Märkten. Der Versandhandel im Internet ist immer mehr im Kommen. Da ist man doch bestimmt bei Ihnen an der richtigen Adresse. Da ist man auf jeden Fall bei uns an der richtigen Adresse, genau, das ist ja eben unsere Stärke. Also wir sind ein Internetversandhändler, ist quasi in erster Linie ein Logistiker, der Kunden möglichst schnell mit Waren zu vernünftigen Preisen beliefert. Also das größte Anteil bei uns sind quasi Lagerhallen, wo wir Produkte vorrätig haben, die wir versuchen, Kunden möglichst schnell zu vernünftigen Preisen zuzusenden. Haben nebenher natürlich auch noch einen Kundensupport, wo man anrufen kann, wenn man Fragen zu Produkten hat oder Fragen zu Bestellungen. Und sind sehr stark aufs Internet fokussiert. Unser Abholshop ist hier für die regionalen Kunden, die häufig auch im Internet vorbestellen und dann hier vorbeikommen und die Ware abholen.
Das ist schön. Dann habe ich keine Parkplatzprobleme mehr. Nö, das nicht. Wenn Sie sich was schicken lassen, sowieso nicht, weil dann bringt der Paketdienst oder die Spedition die Ware zu Ihnen. Wenn Sie hier bei uns vorbeikommen, wir liegen im Industriegebiet, da ist die Parkplatzsituation eh nicht so dramatisch. Weiter geht's mit dem Gespräch nach dem nächsten Musiktitel. Bei dir. Die SG Sonnenhof Groß-Asbach hat ihr neues Stadion. Die Comtech Arena als Namensgeber. Gabi Würzburg im Gespräch mit dem Geschäftsführer Joachim Ehmann. Ihr Herz gehört dem Fußball. Was trauen Sie der SG Sonnenhof Groß-Asbach im neuen Stadion zu? Wir setzen natürlich stark darauf, dass sie sich jetzt in dieser Saison mal mit einem Heimspielstadion wirklich mal im oberen Tabellendrittel festsetzen. War ja letztes Jahr schon ein relativ vernünftiges Ergebnis in der Regionalliga, auch unter dem Gesichtspunkt, dass letztes Jahr ja gar kein Heimspiel für die SG Sonnenhof möglich war. Die haben ja quasi immer ohne Zuschauer in Heilbronn gespielt. Heilbronn ist so 40 Kilometer weg von hier, da ist niemand mitgegangen. Jetzt bin ich gespannt, heute Abend ist das erste Heimspiel, wie viele Leute da kommen, um die Mannschaft zu unterstützen und vor allem auch, wie es ausgeht. Mittelfristig hoffe ich, denke ich, dass die dritte Bundesliga ins Visier nehmen. Würden wir uns wünschen, natürlich auch von der Popularität her. Mit der Comtech Arena hat man neue Möglichkeiten geschaffen, um dieses Ziel zu erreichen. Natürlich, auf jeden Fall. Es wird ja hier wird kulinarisch und eventmäßig auch um das Fußballspiel rum noch einiges geboten. Das sind ja Veranstaltungsorte, wo eigentlich, glaube ich, geplant ist, dass man nach diesen Heimspielen dann auch noch zu Schlagerpartys gehen kann und so weiter. Also ich denke schon, dass es ein großer Anziehungspunkt für die ganze Region wird, weil es ja auch eines der größten Fußballstadien überhaupt im Raum Stuttgart ist. Weil bei uns in der Sendung die Musik eine große Rolle spielt, möchten wir Ihnen noch einen Wunsch erfüllen. Was möchten Sie hören? Mir würde gefallen von Reinhard May Über den Wolken. Also hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber ich habe jetzt gerade meinen Pilotenschein gemacht, von daher passt das ganz gut, würde mir gut gefallen. Gerne erfüllen wir Ihnen diesen Wunsch. Und wir hoffen, dass die Wolken uns keinen Strich durch die Rechnung machen. Herr Ehmann, danke für das Gespräch. Ja, danke schön. Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Radio for you. Regionalliga, die Halbzeitergebnisse. SC Freiburg 2 gegen die Stuttgarter Kickers 1:2. Internet. Radio for you. Regionalliga Süd, der vierte Spieltag am Freitagabend. Alexander Zorniger, heute auch ein ganz, ganz besonderer Tag für euch und die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Das erste Punktspiel im neuen Stadion gegen den 1. FC Nürnberg 2. Wie sieht es aus zu diesem Spiel? Ja, wie du richtig gesagt hast, es ist ein besonderes Spiel. Ja, es ist eine neue Ära jetzt. Wir haben das neue Stadion zwar eröffnet durch den VfB und auch das Konzert von der Andrea Ende Juli. Aber jetzt geht es richtig los mit dem Pflichtspielstart, mit dem Punktspielstart. Und da ist schon eine Anspannung da, sicherlich. Ja. Wir sind personell eigentlich, das sieht ganz gut aus. Leider hat sich der Matze Morris einen Kapselriss zuzogen im Zehengelenk. Der wird ausfallen und der Marius Jurczyk nach wie vor mit dem Kreuzbandriss, bei dem jetzt auch nochmal der Meniskus geglättet worden ist in der zweiten Operation. Aber ansonsten steht uns eigentlich der ganze Kader zur Verfügung. Das ist natürlich immer gut, wenn man als Trainer aus dem Vollen schöpfen kann. Jetzt gibt es dann noch die Kartenaktion, dass die Karten vom Spiel gegen den VfB Stuttgart gültig sind. Das heißt, ihr werdet heute auch wahrscheinlich eine sehr gute Regionalliga-Kulisse haben. Ja, das erhoffen wir uns. Ja, weil gegen den VfB waren 6 Achter. Wenn da
zumindest mal ein Drittel oder die Hälfte nochmal kommt, dann hätten wir fast volles Haus wieder. Also das finde ich eine gute Aktion, weil jetzt eigentlich wichtig ist, zu Beginn, die Zuschauerzahlen waren ja im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren nicht debakulös in Heilbronn, aber das ist glaube ich nicht zu vergleichen, jetzt sind wir wieder zu Hause. Jetzt kommen auch die Asbacher wieder, denen der Weg nach Heilbronn einfach zu weit war. Zusätzlich dann noch vielleicht der eine oder andere Interessierte, den das neue Schmuckkästchen, die Comtech Arena interessiert. Und dann hoffe ich schon, dass wir so im Bereich von 1500 Zuschauern sind heute Abend. Das wäre natürlich gut. Euer Vorstand träumt natürlich noch von mehr Zuschauern, was natürlich der Mannschaft auch zu gönnen wäre. Kommen wir ganz kurz einmal zum Gegner, der erste FC Nürnberg 2. Wie schätzt du die ein? Was gibt es dazu zu sagen? Ja, traditionell eine spielstarke Mannschaft. In den Heimspielen bisher immer noch eingesetzt mit Bunjaku. Ein Zehner in einer Bundesligamannschaft, das ist schon ein Zeichen von einer gewissen Qualität. Ob sie ihn auch mit zu den Auswärtsspielen mitnehmen, das werden wir jetzt heute sehen. Aber ansonsten eine junge Mannschaft und technisch extrem stark im Mittelfeld, offensiv ausgerichtet, auf fast allen Positionen, sehr stark bei Standardsituationen. Da lassen wir uns sicherlich von dem bisherigen zwei Unentschieden und der einen Niederlage nicht blenden, zumal sie immer in der Lage sind, Tore zu machen. Ja, und wenn du die halt mal zum richtigen Zeitpunkt machst, sprich in Führung gehst, dann kommt es sicherlich ihrer Spielweise auch entgegen. Also wir müssen aufpassen. Alexander, ein besonderer Tag heute und du weißt, wir machen Radio, im Radio machen wir Musik. Und wenn ich dir jetzt noch einen Musikwunsch erfüllen darf zum heutigen Spiel, was würdest du dir da wünschen? The Winner Takes It All. Okay, das machen wir. Danke, Alexander. Klar. Toi, toi, toi. Danke dir. Schönes Wochenende dann. Regionalliga Süd, der vierte Spieltag. Heimsieg in der neuen Comtech Arena. Sonnenhof Groß Asbach gegen 1. FC Nürnberg 2:3:2. Halbzeitstand 2:2. Die Torfolge. 1:0 Schiprim Binakai, 23. Minute. 1:1 Wilson Kamavuka, 32. Minute. 1:2 Walfall, 37. Minute. 2:2 Sebastian Schiemeier, 42. Minute. 3:2 Johannes Fjand in der 83. Minute. 2550 Zuschauer sahen die Begegnung. Sonnenhof Groß Asbach gegen 1. FC Nürnberg 2:3:2. PR Radio for you. Aspar Bauträgergesellschaft. Vom Architekten bis zum zuverlässigen Handwerker. Immer einen Spezialisten als Ansprechpartner. Aspar Bauträgergesellschaft. Info unter info@aspar-bau.de.